Der Hamburg 1 Vorsorgetipp. In Zusammenarbeit mit Karstadt Quelleversicherungen. Das Frühcafé, schönen guten Morgen. Bis Mitte Mai informieren wir Sie ausführlich über Eigenverantwortung und auch Vorsorge. Der Staat macht nicht mehr alles, das haben wir ja bereits letzte Woche schon gehört. Die Bürger müssen sich teilweise auch zum Beispiel um die Altersvorsorge kümmern. Das wissen bereits auch viele, aber wussten Sie eigentlich, dass es auch verschiedene Eigenverantwortungstypen gibt? Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Herr Endres, schönen guten Morgen, danke, dass Sie bei uns sind. Wir saßen ja letzte Woche schon zusammen. Es gibt eine große Studie, die untersucht hat, wie das Bewusstsein für Eigenverantwortung und auch Vorsorge ist. Was für unterschiedliche Typen gibt es denn? Das haben Sie auch herausgefunden. Genau, das habe ich mal mitgebracht hier. Wir haben also verschiedene Typen identifiziert. Wir stecken immer alles gerne in Schubladen, muss ich zugeben. Da gibt es die Bequemen, etwa ein Viertel der Gruppe. Sie gehen davon aus, dass sie einfach noch genügend Zeit haben und übernehmen eigentlich wenig Verantwortung. Dann gibt es die Frustrierten, 33% immerhin. Das sind Menschen mittleren Alters mit mittlerem Einkommen. Die sind zwar bereit zur Vorsorge, aber können sich die oft nur schwer leisten, weil einfach das Geld auch fehlt. Dann gibt es die Souveränen, 20%, meistens etwas Besserverdiener, die für ihren Lebensstandard selbst sorgen. Die haben sich informiert, die haben schon was getan. Und dann gibt es zuletzt noch die Überforderten, 22%. Die haben meistens auch wenig Geld für ausreichende Absicherung. Und die finden aber auch die ganzen Produkte, die angeboten werden, zu unübersichtlich, zu komplex. Also Überforderte ist eigentlich, macht eigentlich auch eine große Gruppe aus, so wie ich das sehe. Ja, ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, oder? Ja, ist ein schlechtes Zeichen. Es kommt nicht von ungefähr, weil in der Tat die Produkte nicht ganz einfach sind, die da angeboten werden. Und da kann ich nur raten, informieren Sie sich, fangen Sie an, gucken Sie ins Internet, fragen Sie bei Verbraucherschutzverbänden oder auch beim Berater nach, telefonieren Sie mit einer Versicherung, um sich einfach mal ein Bild zu machen, was gibt es denn? Viele fühlen sich überfordert, das kann man aber auch verstehen. Muss denn da nicht die Politik auch handeln oder vielleicht auch unsere großen Unternehmer? Das ist richtig, beide müssen sie handeln. Das bringt die Studie auch klar zum Vorschein. Einerseits die Politik hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und zwar verlässlich auf lange Zeit. Das hat sie jetzt zum Beispiel schon getan bei Riester oder bei der Rürup-Rente. Das tut sie durchaus auch in Bereichen wie der zahnärztlichen Versorgung zum Beispiel. Mhm. Da ist klar, dass es immer weniger gibt in beiden Bereichen. Und auf der anderen Seite gibt es die Industrie, die in der Tat dafür sorgen muss, dass die Produkte verständlich sind, klar sind und möglichst einfach gebaut. Was übrigens gar nicht so trivial ist, denn es gibt ja auch gesetzliche Bestimmungen, an die wir uns halten müssen. Das stimmt. Wenn man sich mal mit seinem Versicherungsvertreter unterhält und über eine Vorsorge spricht, dann kommt einem schon dieser Begriff Vorsorge ein bisschen suspekt vor. Genau. Ist denen das denn eigentlich bewusst? Vorsorge haben Sie alle gehört, aber ist den Menschen auch bewusst, was sich da eigentlich hinter verbirgt? Nein, eben nicht genau. Und der erste Schritt ist sicherlich, eine Analyse zu machen, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich heute? Was brauche ich übermorgen? Und dann zu gucken, wer bietet was an und auch darauf zu achten, dass Sie die Produkte verstehen, die Sie kaufen. Es gibt das berühmte Kleingedruckte. Das ist inzwischen auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben klarer geworden, einfacher geworden. Aber da unterscheiden sich die Anbieter natürlich auch. Sie als Versicherungsexperte, könnten Sie denn vielleicht sogar eine Zahl nennen, was man so ungefähr für die Rente später noch aufwenden sollte? Gibt es da irgendwie eine Zahl, sagen wir 10% vom Nettoeinkommen zum Beispiel oder so? Man hört unterschiedliche Zahlen. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Das ist in der Tat schwierig. Meine Empfehlung wäre schlicht anzufangen und wenn es mit 30 oder 50 Euro im Monat ist. Wenn Sie jetzt im mittleren Altersbereich sind und die Risiken, die da existieren, zunächst mal absichern wollen, die hier und heute eintreten können, also Absicherung der Familie, Haftpflichtrisiken und Ähnliches, vielleicht noch eine Zahnzusatzversicherung, dann kommen Sie mit 50, 60 Euro im Monat schon zurecht. Wenn Sie für Ihre Rente vorsorgen wollen, dann hängt es stark davon ab, wie wird Ihre gesetzliche Rente ausfallen, was zahlt der Betrieb eventuell und was ist dann noch zurückzulegen. Da reden wir natürlich schon auch über 100 oder 200 Euro im Monat, die noch zurückzulegen sind. Es tut heute weh, aber Sie werden es übermorgen dann danken. Eins ist wichtig, man muss sich genau informieren, denn die Produktpalette ist riesig. Dass man was tun muss, das haben wir hier, glaube ich, eindrucksvoll belegt. Ja. Peter Endres, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Der Hamburg 1 Vorsorgetipp. In Zusammenarbeit mit Karstadt Quelle Versicherungen.